herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk von 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Bei mir ist der Michi, ich bin der Robert. Wir waren heute im Turmfunk-Einsatz und ja, war eher magere Kost, oder was meinst du? War sehr magere Kost. Ich zitiere es mal so wie unsere damalige Podcast-Folge, nicht ein halbes Jahr, sondern die ersten 45 Minuten lang Rumgegurke, aber von beiden Mannschaften. Im Gegensatz zu einer guten ersten Halbzeit im Verl hatte man eine sehr, sehr schwache erste Halbzeit erwischt, vor allem in der Anfangsphase. Die erste Torschance auf meinem Zettel datiert aus der 39. Minute von den Gästen in dies davor. Da haben sich einfach 1:1 neutralisiert. Ich habe mal in der Live-Übertragung gesagt, Neutralisation für Fortgeschrittene. Ich bin mir nicht sicher, warum. Also wir als Heimmannschaft hätten eigentlich schon auch offensiver auftreten müssen. Dortmund hat uns ein bisschen den Zahn gezogen, weil sie wussten, den Ball hin und her schieben, hinten langt, um uns rauszurücken zu lassen. Dann haben sie es jedes Mal versucht, über irgendeinen Chipball oder manchmal auch durch die Mitte zu kombinieren. Das Mitte-Kombination hat nie geklappt so richtig, aber sie haben halt irgendwie auf Fehler von uns spekuliert und wussten, man muss den Ball einfach nur in den eigenen Reihen halten. Irgendwann macht er ja einen Fehler. Und eigentlich hatte Dortmund zweimal die bessere Chance. Wir hatten einmal einen Eckball, der ziemlich gut kam. Aber das war es dann auch schon in der ersten Halbzeit. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es an der dritten Liga liegt oder weil beide Mannschaften heute bei 40 Grad spielen müssen, gefühlt. Aber das war wirklich, also wirklich eines der schlechtesten Fußballspiele, die ich in letzter Zeit kommentieren musste. Das war echt schlimm. War, also man hat auch gemerkt, wir beide haben teilweise auch 1,5 Minuten lang nichts gesagt, denn es gab auch nichts zu kommentieren. Denn das war einfach nur hinten rumgespielt. Der, glaube ich, Dortmunder Keeper hatte in der ersten Halbzeit schon 85 Ballkontakte und zwar nicht wegen unseren Torschüssen, sondern weil sie so oft hinten rumgespielt haben. Auch von unserer Seite ideenloses Offensivspiel, meistens ein langer Ball. Da haben wir dann Elias Huth gesucht, der aber einfach da vorne nicht so richtig ankam. Etwas in der Luft hing vorne im Sturm. Also ja, wie gesagt, ideenlos Offensivspiel. Und das endete somit nach 45 Minuten in einem mehr als verdienten 0:0. Und dann hatten wir gehofft, in der zweiten Halbzeit wird es besser. Wurde es kurzzeitig auch. Also wir haben das Tempo angezogen. Gab gleich, ich weiß es nicht, du hast es dir aufgeschrieben, was ist das für eine Minute 47. Okay. So eine schöne Kombination, die dann leider nur zur Ecke geführt hat. Ich weiß nicht, Konifa tritt mir zu wenig auf den Ball drauf. Der versucht dann immer zu schnell die Flanke zu bringen. Und ja, der hat er heute 3-4 Mal sein Gegenspiel angeschossen, aber immerhin führt es dann oft zu Ecken und zu Einwürfen. Aber da könnte mehr über unsere schnellen Außen gehen. Das ärgert mich ein bisschen. Ich ärgere es halt, weil es gegen Unterhaching, vor allem gegen Magdeburg, ging viel über Außen, viel über Dominik Kota, über Konrad Faber und jetzt gegen Verl und auch heute wieder irgendwie den Ball einfach nach vorne gedroschen. Es erinnert so ein bisschen an die Zweitliga-Zeiten, wo wir einfach mal versucht haben, den Ball nach vorne zu hauen. So war es auch heute, lange Zeit in der ersten Halbzeit vor allem. Und nichts von einem Kombinationsfußball über die Seiten, vor allem gegen Unterhaching, hat mir das sehr gut gefallen, sehr schnell, das Umschaltspiel. Es war heute einfach nichts zu sehen. Und warum? Das ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, die wir uns gerade stellen, warum es jetzt auf einmal wieder so rapide bergab geht. Ja, also Offensivkonzept mangelhaft. Die Geschichte Elias Huth da vorne dritt zu stehen zu lassen und als Zielspieler, und der ist immer von 4 Leuten gedeckt, gewinnt kein Kopfballduell. Die Außen helfen ihm aber auch nicht. Der Vieh drückt nicht nach. Wir hatten einen sehr guten Direktschuss, dann aber von Oskar Schönfelder, als er eingewechselt wurde. Ich finde, Schönfelder hat dann nochmal ein bisschen Schwung reingebracht. Aber ich überspringe ein paar Minuten zu sehr, weil die größte Chance hatte Dortmund. Und da muss man sagen, Felix Gebhardt mit seiner Abrallerei in Verl sich ein bisschen Kritik eingeholt. Aber heute, in der ersten Halbzeit gab es eine kleine Unsicherheit, aber diesen Fernschuss aufs lange Eck fischt nicht jeder raus. Und da hat er uns das 0:0 gehalten. Respekt für diese Parade. Und aber die Chance hätte auch nie so passieren dürfen. Ich weiß es nicht, da war wieder gar kein Zugriff. Aber natürlich passieren Chancen aus Fehlern, aber wir spielen hinten viel zu naiv. Ballas auch immer mit 2-3 Abstimmungsproblemen bei jedem Spiel. Das stellt er auch nicht ab. Jetzt haben wir bald mit Toto-Pokal die 10 Spiele. Da kann man schon den einen oder anderen Fehler, der immer passiert, schon langsam abstellen. Also ich erhoffe mir jetzt dann schon langsam in Bielefeld
wenn sie nicht am Zahnfleisch dahergehen, weil es wird ja auch eine lange Auswärtsreise, dass man mal wieder ein bisschen mehr Eingespieltheit erlebt. Das war heute schon schlecht. Ja, also einen Lichtblick muss ich dann aber schon Louis Bräunig, der sich in den letzten beiden Spielen, wo, sowohl gegen Magdeburg als auch heute, auch gegen gut gegen Verl kann ich, habe ich es nicht gesehen, aber auch heute wieder für sein Alter habe ich es gefunden, sehr gut, sehr gute Leistung, immer wieder abgeklärter Junge, ja. Immer wieder dann mal die Grätsche gesetzt, zur Ecke geklärt. Also das hat er meiner Meinung nach heute auch wieder echt stark gemacht. Der junge Bursch, der jetzt leihweise vom Club bei uns spielt. Sonst, ja, Conny Faber mit seiner Schnelligkeit heute nicht so erfolgreich wie gegen Verl. Auch bei Dortmund dann junge Leute hinten drin, die eben auch mal das erste Mal seit langem wieder die gleiche Geschwindigkeit, ja, oder einfach Geschwindigkeitsvorteile hatten dann gegenüber von ihm. Und Erik Ottmann, auch gleich das erste Laufduell verloren. Sehr bitter. Wäre eine super Chance gewesen. Ich weiß nicht, wer ihn dann den Ball, Schönfelder, glaube ich, war es, den Ball sauber in den Lauf spielt. Er muss nur das Laufduell gewinnen. Dann steht er allein vor Lotka und er läuft gefühlt im Treibsand. Wir haben auch schon im Discord diskutiert. Ich habe ja gesagt, ich gehe davon aus, dass der noch zu viel Defizite hat. Wir sehen ihn diese Woche gar nicht mehr. Aber ja, Joe Enochs wollte ihn halt bringen und ich finde, das hat sich nicht gelohnt, sorry. Ich finde, da muss noch einiges an Spritzigkeit oben drauf, damit er uns weiterhilft. Eisenhut gleich mit der ersten großen Chance nach der Einwechslung. Er hat die Chance, irgendwie 14 Sekunden nach der Einwechslung das Tor zu schießen, verstolpert den Ball so ein bisschen im 16er, war aber auch schwer zu kontrollieren. Ja, ich tue mir schwer, heute das Spiel schön zu reden, ihr merkt es. Aber es war nicht alles schlecht, es waren ein paar gute Ansätze dabei, die Jungs kämpfen, zumindest das Mannschaftsgefühl gestimmt. Die englische Woche kommt zum falschen Zeitpunkt und dafür haben wir schon 4 Punkte geholt, was will man mehr? 4 Punkte in der englischen Woche, insgesamt 5 Punkte nach 3 Spielen. Ich sag mal so gesagt, ich bin vor der Saison, habe ich gesagt, wenn wir mit 7 Punkten nach 3 Spielen dastehen mit diesen Gegnern, es passt, jetzt sind wir ungeschlagen, stehen mit 5 Punkten da, ist auch in Ordnung. Jetzt reisen wir meiner Meinung nach zum ersten Härtetest zu Arminia Bielefeld auf die Alm, zu unserem Mitabsteiger. Da ist für mich die erste Bewertungsprobe, wo stehen wir? Die ja gegen Ulm verloren haben. Die gegen Ulm verloren haben. Die stehen auch unter Druck. Und wenn man sich, ich glaube, wenn man die Leistung gegen Haching und gegen Magdeburg mal wieder abrufen kann, dann kann man durchaus auch gegen Bielefeld was holen. Und ja, ich glaube. Die haben auch eine englische Woche. Und ich glaube, mehr gibt es zu diesem Spiel heute nicht nur zu sagen. Hast du noch was? Nö, kurz und knackig. Schöne Folge. Ja, mehr gibt es über das Spiel auch leider nichts zu erzählen, denn es war 90 Minuten lang Rumgegurke. Kommt es nach Bielefeld auf die Alm und wenn nicht, Turmfunk einschalten. Ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir einen Aftermatch-Talk schaffen, weil der Plan ist, am Montag dann schon eine Folge aufzunehmen. Also, seid gespannt. Wir sehen uns. Ciao.